So, dieses Mal wollen wir uns der Frage widmen, warum der Quotientenautomat minimal ist. Wir werden diesmal einen direkten Beweis sehen, warum er minimal ist, so wie wir ihn definiert haben. Und im nächsten Video wollte ich dann noch ein bisschen tiefer in die Theorie einsteigen und nochmal erklären, warum wir damit auch den eindeutigen minimalen DA gefunden haben mit dem Quotientenautomat. Warum es nur einen einzigen eindeutig bestimmten DA gibt, der minimal ist für eine gegebene Sprache. So, jetzt aber der Beweis. Und ich dachte mir, ich mache das mal an dem Beispiel Quotientenautomaten, den wir beim letzten Mal schon gesehen hatten. Ja, hier unten war der rausgekommen als Quotientenautomat von diesem Ursprungsautomaten hier. Da haben wir diesen Quotientenautomaten. So. Und jetzt tun wir mal Folgendes. Wir wissen, wir haben hier beim Quotientenautomaten nur erreichbare Zustände, denn bei der Konstruktion des Quotientenautomaten streichen wir ja vorher erstmal alle Zustände, die nicht erreichbar sind. Das heißt, die, die übrig bleiben, auch nach Vereinfachen am Ende, ja, nach Zusammenfassen von Zuständen, die sind alle erreichbar. Außerdem sind sie alle nicht äquivalent zueinander. Wenn wir uns zwei verschiedene Zustände rausnehmen, dann zum Beispiel den und den, die sind nicht äquivalent zueinander. Oder der und der sind nicht äquivalent zueinander. Ja? Je zwei Zustände sind nicht äquivalent zueinander, denn so war ja gerade der Quotientenautomat definiert. Ja, für jede Äquivalenzklasse von Zuständen kriegen wir am Ende einen Zustand hier. Und der ist dann natürlich nicht äquivalent zu allen anderen Zuständen. So, und jetzt tun wir mal Folgendes. Wir suchen uns für jeden Zustand ein Wort aus, das uns in diesen Zustand bringt. Ja, also suchen wir uns mal irgendein Wort aus, was uns in diesen Zustand hier bringt. Da gibt es jetzt beim Startzustand immer eine ganz einfache Antwort, einfach das leere Wort. Ja, ich hätte auch genauso gut B oder B hoch irgendwas, ja, 5 Bs oder so nehmen können. Aber machen wir es einfach, wir nehmen immer das einfachste Wort, was wir jetzt finden. Für diesen Zustand nehmen wir also Epsilon. Für diesen zweiten Zustand das einfachste Wort, was uns da einfällt, einfach ein A. Und für diesen Zustand hier hinten das einfachste Wort, was uns in diesen Zustand bringt, AB. Und nochmal, warum gibt es für jeden Zustand ein Wort, was uns dahin bringt? Weil alle Zustände erreichbar sind. Erreichbare Zustände gibt es im Quotienten, unerreichbare Zustände gibt es im Quotientenautomaten nicht mehr. So. Und ich möchte jetzt begründen, dass der Quotientenautomat minimal ist, indem ich zeige, dass wir mit diesen drei Worten, die wir hier gefunden haben, die dürfen in einem Automaten, der diese Sprache hier erkennt, dürfen nicht, da dürfen wir niemals im selben Zustand landen, wenn wir zwei verschiedene von denen hier lesen. Ja, also machen wir mal ein Beispiel, wir lesen Epsilon und wir lesen A. Ja, das entsprach einmal dem und einmal dem Zustand. Wir wissen, die Zustände sind nicht äquivalent. Das heißt, es gibt ein Wort, also ein Wort aus Sigma Stern, das bringt uns, wenn wir es von hier aus lesen und wenn wir es von hier aus lesen, einmal in den Endzustand und einmal nicht in den Endzustand. Ja, das ist gerade, weil die nicht äquivalent zueinander sind. Wir können uns jetzt auch noch dieses Wort überlegen, obwohl das für den Beweis gar keine Rolle spielt, wie das Wort aussieht. Aber wir können uns an diesem Beispiel mal überlegen, welches Wort wäre das, das uns von hier aus und von hier aus einmal in den Endzustand und einmal nicht in den Endzustand bringt, zum Beispiel das Wort B. Ja, wenn wir ein B an beide Zustände ranhängen, dann kommen wir einmal hier hin, das ist kein Endzustand, und von hier aus kommen wir einfach wieder mit einer Schleife zurück in den, das ist ein Endzustand. Und das heißt, wir gucken mal, was passiert, wenn wir an diese Worte, die wir hier gewählt hatten, für die beiden Zustände, jeweils dieses Wort B ranhängen. Ja, das habe ich quasi gerade schon gesagt. Wir landen einmal im Endzustand und einmal nicht im Endzustand. Ja, und das sagt uns doch, dass wir, nachdem wir in Epsilon gelesen haben und nachdem wir in A gelesen haben, auf keinen Fall im selben Zustand gelandet sein dürfen, denn es kann noch etwas danach kommen, was uns einmal zur Akzeptanz des Wortes bringt und einmal nicht zur Akzeptanz des Wortes bringt. Ja, das heißt, die dürfen auf keinen Fall im selben Zustand, wir dürfen uns auf keinen Fall im selben Zustand befinden, nachdem wir Epsilon und nachdem wir A gelesen haben.
Denn sonst würde ja, egal was wir da nachlesen, wir würden immer beides akzeptieren oder beides nicht akzeptieren. Ja, und diese Argumentation, die greift für jedes Paar von Wörtern, also auch Epsilon und AB und auch A und AB, wenn man sich diese Paare von Wörtern jeweils anguckt. Die müssen jedes Mal, Epsilon und A müssen in, da müssen wir in verschiedenen Zuständen landen. Für Epsilon und AB müssen wir in verschiedenen Zuständen landen und für A und AB in verschiedenen Zuständen landen. Jedes Mal mit derselben Argumentation. Ja, das heißt, wir brauchen mindestens drei Zustände. In diesem Fall hier drei. Im allgemeinen Fall, wir brauchen mindestens so viele Zustände, wie der Quotientenautomat Zustände hatte. Ja, ich hoffe, die Argumentation ist klar geworden. Wenn nicht, guckt es euch vielleicht einfach nochmal an oder denkt nochmal drüber nach. Oder fragt auch sonst nochmal nach in den Kommentaren, wenn ich irgendwas schlecht erklärt habe, kann immer sein, ja, einfach nachfragen. Aber jetzt möchte ich noch kurz auf eine Sache eingehen, die dann im nächsten Video eine Rolle spielt. Und zwar diese drei Wörter, die wir uns hier gewählt haben, die waren ja irgendwie in dem Sinne dann auch nicht äquivalent. Ja, also wir können diese Äquivalenzrelation auf Zuständen, die können wir letztendlich auf eine Äquivalenzrelation auf Wörter übertragen. Ja, stellen wir uns vor, wir haben hier vor uns Sigma Stern mit all seinen Wörtern. Ja, alle Wörter aus Sigma Stern. Dann liefert uns ein Quotientenautomat für jeden seiner Zustände, liefert er uns eine Äquivalenzklasse von Wörtern oder erstmal nur eine Menge von Wörtern, nämlich alle Wörter, die uns in diesen Zustand bringen. Ja, also wir erhalten einmal die Menge aller Wörter aus Sigma Stern, die uns in diesen Zustand bringen. Und dann alle Wörter, das ist jetzt eine neue Menge, ne? Alle Wörter aus Sigma Stern, die uns in diesen Zustand bringen. Und alle Wörter aus Sigma Stern, die uns in diesen Zustand bringen. Das sind dann drei Mengen. Die sind alle disjunkt voneinander. Denn das ist ein Der. Es gibt für jedes Wort, was wir ihm geben, gibt es genau einen Zustand, wo er am Ende landet. Und die schöpfen auch Sigma Stern komplett aus. Das heißt, ein Quotientenautomat liefert uns immer eine Äquivalenzrelation auf Wörtern. Eigentlich liefert uns sogar auch ein Der schon eine Äquivalenzrelation auf Wörtern. Aber wenn es ein Quotientenautomat war, ja, wo alle Zustände erreichbar sind und zwei Zustände jeweils nicht äquivalent zueinander sind, dann ist diese Äquivalenzrelation auf Wörtern, die wir dann erhalten, eine besonders spannende, die wir uns nämlich beim nächsten Mal dann noch genauer angucken wollen. Das war jetzt nur so ein kleiner Teaser schon mal. Ja, diese Äquivalenzrelation auf Wörtern, wo wir hier drei Wörter schon gesehen haben. Ja, Epsilon gehört in diese Klasse, A gehört in diese Klasse und AB in diese Klasse. Die gucken wir uns dann beim nächsten Mal nochmal ausführlich an.